Grüß Gott und herzlich willkommen zu Unser Land. Landwirte machen sich ja gern mal drüber lustig, dass Stadtkinder glauben würden, dass es lila Kühe gibt. Naja, ob das wirklich so ist, wir wissen es nicht. Aber in Franken, da wirbt jetzt ein Milchviehbetrieb mit einer rosa Kuh. Darüber berichten wir heute und über folgende Themen. Die Jagdsaison hat begonnen, doch wegen Corona gibt es ein Problem mit der Vermarktung von Wildbret. Und wenn Wiesen gemäht werden, sterben Bienen. Ist dieses Problem lösbar? Wachsen oder weichen, so heißt seit Jahrzehnten die Devise in der Landwirtschaft. Und genau so läuft's auch. Die einen sperren zu und die anderen expandieren. Und wer heute einen neuen Stall baut, der spricht nicht von 100 Kühen, sondern eher von 150 oder 200. Auch die Familie Bauer hat gebaut und expandiert. Allerdings ein bisschen anders. Ein Hof in Obermichelbach bei Fürth mit Biogasanlage und einem nagelneuen Stall für 60 Milchkühe. Aber ist das zeitgemäß? Nur 60 Kühe? Familie Bauer hat investiert in einen Kompoststall in überschaubarer Größe, aber für mehr Tierwohl und weniger Arbeit. Nichtsdestotrotz will Michael Bauer zusammen mit seiner Frau Stefanie den Hof fit machen für die Zukunft. Aber eben nicht mit mehr Kühen. Stattdessen investieren sie neben dem Stall auch in eine Hofmolkerei. Sie wollen ihre Milch nicht mehr nur abliefern und abhängig sein vom Preisdiktat des Handels, sondern direkt an die Verbraucher verkaufen. Schließlich haben wir den Ballungszentrum Nürnberg, Erlangen, Fürth vor der Tür. Und ich denke, das ist ein gutes Potenzial, um uns in der Direktvermarktung irgendwie ja, da Fuß zu fassen und ja, dem Konsumenten zu zeigen, es funktioniert nicht nur mit den Tomaten aus dem Knoblauchsland. Auch wir mit der Milch können euch gut versorgen vor Ort. Der neue Stall plus Hofmolkerei kostet beinahe 3 Millionen Euro. Zunächst hatten 7 Banken abgewunken. Erst die 8. finanzierte das Projekt. Also es war nicht so, dass die Banken, juhu, da ist unser Geld, gesagt haben, unter Garantie nicht. Also wir haben wirklich da auch unsere Flächen eingesetzt, damit wir das finanziert bekommen haben. Rosa Kuh heißt die Hofmolkerei der Bauers. Michael ist nun Chef einer modernen Manufaktur für Trinkmilch, Mixgetränke, Joghurt und Speiseeis. Der Landwirtschaftsmeister und seine Frau, eine Agraringenieurin, müssen viel lernen und auch Lehrgeld bezahlen. Gutes Eis machen in 6 Geschmacksrichtungen, von Erdbeer bis Stracciatella, immer in gleichbleibender Qualität, das ist nicht einfach. Abschauen können sie nirgendwo. Mit einer kleinen Eismaschine in der Wohnung experimentieren sie viele Stunden, bevor sie mit größeren Stückzahlen in Serie gehen. Also man muss einfach viel, viel, viel probieren. Das Eis essen, wieder probieren, wieder essen. Und so verfeinern wir das halt dann. Es dauert viele Wochen, bis alles funktioniert. Doch schließlich schaffen sie die erforderliche Hygienezertifizierung und machen ihre Produkte marktauglich. 1500 Liter Milch könnten sie pro Stunde hier verarbeiten. Theoretisch. In der Praxis liefern sie noch 2 Drittel ihrer Milch an eine große Molkerei. Erst 1 Drittel verarbeiten sie selbst. Wir wollen das veredeln. Wir wollen unser Produkt veredeln. Und damit schaffen wir für uns mehr Wertschöpfung. Über der Molkerei hat Stefanie einen Besucherraum eingerichtet. Für Seminare, Verkostungen und Mitarbeiterbesprechungen, die jetzt in Corona-Zeiten aber draußen stattfinden. Also wir können jetzt dann relativ viele Märkte auf einmal beliefern. 3 festangestellte Mitarbeiter, 10 auf 450-Euro-Basis. Das Geschäft läuft an. Wir planen Dienstag und Donnerstag jeweils 1 Tonne Eis zu produzieren. Am Dienstag Schokolade, am Donnerstag Vanille. Die Schwiegereltern staunen, was ihre jungen Leute am Hof so alles in Bewegung setzen. Melli hast alles beieinander. Bisher wird vorwiegend Joghurt und Eis an Bauernläden und Supermärkte geliefert. Aber wie viel sollen sie produzieren? Wie viel auf Lager halten? Die Kunden sind nicht berechenbar. Am Hof und an 2 weiteren Standorten stehen auch Automaten. Da läuft der Absatz in Corona-Zeiten prächtig. Eier von eigenen Freilandhühnern, Milchprodukte, Wurst und Fleisch von einem Metzger aus der Region. 24 Stunden am Tag verfügbar. Viele Stammkunden schätzen die Automaten.
Ein Liter Frischmilch zum Selbstzapfen kostet 1 Euro. Ein großer Becher Eis 4,50 Euro. Wenn man halt mal einen Bedarf hat und feststellt, dass man zu Hause gerade, wie gesagt, wenn Eier fehlen oder wenn man sagt, jetzt hätte ich Lust auf ein Eis, dann holt man sich's halt. Der direkte Weg zum Verbraucher. Langfristig weg vom Milchabliefern an die große Molkerei. Aber auch Schluss mit dem sicheren monatlichen Milchgeld. Das bedeutet auch für die Eltern eine große Umstellung. Friedrich und Karin Bauer haben vor 40 Jahren den damals ersten Laufstall in der Gegend gebaut. Jetzt genießen sie, dass der Roboter die Kühe zuverlässig melkt und sie nur noch kontrollieren und die Kälber tränken müssen. Der Melkroboter hat 120.000 Euro gekostet. Klingt teuer, aber so wird Arbeitskraft frei für die Molkerei. Am Anfang haben wir schon ein wenig geschluckt, weil wir gedacht haben, das ist ja ein Wahnsinnskomplex. Aber die machen das wirklich gut und hinterfragen das auch alles und managen das gut. Und ich denke, wir haben unseren Weg gemacht und die machen ihren Weg genauso. Jetzt hören wir, der Betrieb muss wachsen, muss weitergehen. Und allein von der Milch zu leben, das ist schwierig. Auch ein Fütterungsroboter ist im Einsatz. Die Kühe scheinen die Komposteinstreu zu genießen. Die durchschnittliche Milchleistung der Tiere liegt bei 8000 Kilogramm pro Jahr. Sollten sich die Produkte der Hofmolkerei gut verkaufen, wollen die Bauers ihre komplette Milch und auch die von Partnerbetrieben verarbeiten. Bis dahin ist aber noch ein langer Weg. Aber die ersten Wochen, etwa beim Edeka-Markt in Zirndorf, machen Mut. Rosa Kuh verkauft sich prima. Auch im örtlichen Rewe-Markt ist man zufrieden und rät den Bauers, nach dem Ende der Corona-Auflagen eine Verkostung im Markt anzubieten. Und es ist schon mega, wenn du jetzt da dann dein Produkt im Regal stehen siehst. Also macht unheimlich viel Freude und ist echter Antrieb, genau, dass wir weitermachen und ja. 30 Wiederverkäufer in der Region haben sie bereits. Der Lebensmitteleinzelhandel ist jetzt Partner der Bauers. Entscheiden werden die Verbraucher, ob die Rechnung aufgeht. Aber genau diese Herausforderung haben die beiden ja gesucht. Eins fehlt jetzt noch. Warum der Name Rosa Kuh? Eins der beiden Kinder der Bauers hat so ein Stofftier. Und das war die Inspiration. Während die Bauers also guter Dinge sind, haben viele andere Milcherzeuger zurzeit Probleme. Es herrsche eine schwierige Marktsituation, hat diese Woche Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Karneval gesagt. Aber keine Krise. Trotzdem greift die EU jetzt zu einem Kriseninstrument. Bei den Landwirten gehen die Meinungen dazu auseinander. Prada, komm, geh mal. Und los, meine Damen. Los. Zeit fürs Melken. 80 Milchkühe hat Landwirt Wolfgang Scholz aus Sachsenried im Landkreis Weilheim-Schongau. Ein Jahr war der Milchpreis jetzt relativ konstant. Momentan bekommt er von seiner Molkerei 35 Cent pro Liter. Aber jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Corona wird uns. Die Marktsituation war Anfang des Jahres sehr gut. Die Aussichten waren sehr gut. Und Corona hat jetzt alles durcheinander gebracht. Ähnlich geht es Bernhard Heger auf seinem Hof in Peißenberg, 30 Kilometer entfernt. Vor 2 Wochen hat unsere Molkerei noch gesagt, das ist kein Problem. Der Lebensmitteleinzelhandel nimmt gut ab. Und jetzt haben wir schon die Ansage gekriegt, dass sie jede Woche viel zu viel Milch haben. Sie wissen nicht mehr wohin. Und sie den Milchpreis definitiv nicht halten können. Zwar wird jetzt mehr im Supermarkt gekauft. Doch das kann nicht ausgleichen, was in der Gastronomie und im Export wegbricht. Es ist zu viel Milch am Markt. Die Lösung der EU? Sie gibt jetzt Beihilfen, damit Molkereien oder Händler Milchprodukte einlagern. So soll der Markt entlastet werden. Doch darüber wird gestritten. Wie sinnvoll ist das? Keine Molkerei in Bayern wollte uns jetzt drehen lassen. Aber vor 17 Jahren war unser Land in einem solchen Lager. So könnte es auch heute wieder aussehen. In diesem Kühlhaus in Moosburg wird gefrorene Butter eingelagert. Zum Beispiel überschüssige Sommerbutter für den Weihnachtsverkauf. Das Besondere jetzt, die EU gibt Geld, damit die Molkereien deutlich mehr Milchprodukte einlagern. Insgesamt 30 Millionen Euro.
Nicht nur für Butter, auch Milchpulver und bestimmte Hartkäsesorten werden jetzt von manchen Molkereien verstärkt eingelagert und damit erstmal dem Markt entzogen, sagt Susanne Glasmann vom Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft. Unsere Hoffnung über die private Lagerhaltung ist, dass sich der Markt dadurch etwas entlastet und dass wir die Produkte, die wir jetzt einlagern, später zu einem besseren Preis verkaufen können. Das helfe auch den Landwirten, weil die Molkereien dann länger einen stabilen Milchpreis auszahlen könnten. Der Milchmarkt ist sehr emotional und deswegen sind solche Signale, dass es eine Entlastung gibt, sehr, sehr wichtig, auch für viele andere Bereiche. Das beeinflusst sich dann praktisch gegenseitig und hilft uns insgesamt. Minas, komm. Bernhard Heger sieht diese Marktentlastungsmaßnahme auf Kosten des Steuerzahlers sehr kritisch. 3 bis 6 Monate werden die Produkte jetzt eingelagert. Und dann? Diese Milch, die jetzt eingelagert wird, die kommt ja irgendwann wieder auf den Markt. Das heißt, jegliche Markterholung wird verzögert, der Milchpreis bleibt länger tief. Und das ist ein Riesenproblem, auch ein psychologisches Problem. Der Lebensmitteleinzelhandel weiß ganz genau, wie viel am Lager liegt. Und bei Preisverhandlungen sagen die, wir haben eigentlich keine Notwendigkeit mehr zu bezahlen. Bernhard Heger ist beim Bund der deutschen Milchviehhalter BDM aktiv. Der kämpft schon länger für eine andere Strategie. Es macht keinen Sinn, volkswirtschaftlich, dass ich Sachen produziere, die der Markt nicht aufnimmt. Das heißt, wir wollen uns marktwirtschaftlich verhalten. Wenn die Milch nicht gebraucht wird, sollten wir sie nicht produzieren. Für eine kurze Zeit ein paar Prozent weniger zu melken gehe immer, sagt der Landwirt. Zum Beispiel geht eine trächtige Kuh rund 6 Wochen vor der Geburt in Mutterschutz. Sie wird dann trockengestellt, nicht mehr gemolken. Bei richtiger Fütterung ist es überhaupt kein Problem, die Kuh auch 8 oder vielleicht sogar 10 Wochen im Mutterschutz zu schicken, das heißt nicht zu melken. Und somit kann man auch sofort von heute auf morgen die Milchmenge reduzieren. Oder der Landwirt könne die Zusammensetzung des Futters ein bisschen ändern. Etwas weniger Rapsschrot, Getreide oder Soja. Die Kuh ist dann immer noch ausreichend versorgt, nur die Milchleistung sinkt. Aber freiwillig als einzelner Betrieb die Milchmenge zu reduzieren, habe wenig Sinn, sagt der Landwirt, wenn nicht alle mitziehen. Deshalb fordert er eine verpflichtende Reduzierung europaweit. Wenn Europa insgesamt die Milchmenge um 3 bis 5% von mir aus reduziert, dann hat es weltweit Auswirkungen auf den Milchmarkt und die Preise könnten stabilisiert und vielleicht sogar ein Stück weit nach oben gebracht werden. Wolfgang Scholz, Vorsitzender des Verbands Bayerischer Milcherzeuger, ist die alte Diskussion um die Mengenreduzierung leid. Zu unterschiedlich seien die Interessen der einzelnen Landwirte und der 27 EU-Staaten. Mengen reduzieren, obligatorisch, EU-weit verbindlich, funktioniert sowieso nicht. Wieso? Ja, bringst du das einmal zusammen, schaffen es da ja schon mal die Mehrheiten. Schauen Sie mal an, in welcher Zeit Sie das theoretisch schaffen könnten. Ich bin davon überzeugt, Sie schaffen es nie. Sehr viel schneller funktioniere jetzt eben die Einlagerung von Milchprodukten. Und bei vergangenen Milchkrisen habe diese Einlagerung zwar nicht immer, aber oft gut funktioniert, sagt Scholz. Und die Markterholung später eben nicht blockiert. Ich sehe es als eine Sicherheitsmaßnahme, denn wenn Preise bröckeln, dann ist es eine Geschichte, die sich über Monate zieht, bis die Erholungsphase wieder durchschlägt. Und darum ist mir sehr viel wohler, wenn da jetzt so eine Maßnahme getätigt wird. Wie stark der Milchpreis überhaupt einbrechen wird, da wagt Scholz noch keine Prognose. Es gibt auch schon wieder positive Anzeichen am Milchmarkt. Der Export nach China zum Beispiel läuft wieder an. Und Aldi hat die Preise für Trinkmilch, Quark und Sahne erhöht. Trotzdem wird jetzt Milch eingelagert. Der BDM hat dagegen gestern in Berlin protestiert und für die kommenden 2 Wochen sind schon weitere Aktionen in vielen deutschen Städten angekündigt. Letzten Freitag, da dürfte es vielen so gegangen sein wie mir, ein 1. Mai ohne Maibaum aufstellen, nicht schön. Zumindest für die Jäger war der 1. Mai der lang ersehnte Tag, so wie immer, nämlich der Auftakt zur Bockjagd. Am 1. Mai endet die Schonzeit. Trotzdem haben die Jäger wegen Corona zurzeit ein Problem. In Pellheim bei Dachau hat Jäger Alexander Popanz schon den ersten Bock erlegt. 2 Tage war das Tier zum Abhängen im Kühlraum eines Bekannten.
Das Fleisch verkauft der 34-Jährige selbst, so wie viele seiner Kollegen, die die Jagd in 12.000 bayerischen Revieren meist hobbymäßig betreiben und das erlegte Wild dann auch nutzen müssen. Wie alt ist der? Der ist jetzt 2 Jahre, also man sagt Jährlingsbock. Ja, der hat jetzt noch ganz frisch erst sein Geweih gekriegt. Das Rehwild ist ja am 15. Januar ist ja das schon zu. Und da freuen sich natürlich die ganzen Jäger, wenn sie dann im 1. Mai, wenn der Raps schon wieder schön gelb blüht, auf dem Rehbock ansitzen können und sich ihren Rehbock schießen können. Ein Tier aufgehängt im Garten, fachgerecht zerlegen. Für Sohn Ludwig ist das nichts Ungewöhnliches. Der lernt das schon von klein auf, sage ich mal, was wir haben und dass Tiere auch, sag ich mal, geschlachtet werden. Und solange die keinen Stress und keinen Schmerzen nicht erleiden, ist das alles gut. Kaum ein Nutztier lebt so artgerecht und naturnah wie Wild. Mehr Bio geht nicht. Zwischen 14 und 30 Euro verlangt Alexander Popanz für 1 Kilo küchenfertiges Fleisch, je nach Stück. So, das ist wahrscheinlich das edelste Teil am ganzen Reh. Der Rücken, ja. Genau, den, wenn man sauber putzt, die Silberhaut wegmacht, ist das edelste und schönste Fleisch. Einen Rehbraten schätzen viele als Delikatesse, vor allem im Spätherbst. Jetzt im Frühjahr aber ist der Absatz schwierig. Wildbret hat ein Imageproblem. Ich halte es für einen Aberglauben, dass das Wildfleisch bockelt oder sorchelt oder wie man auch immer sagt. Sondern wenn das sauber abgehängt ist, wenn es frisch geschossen ist, da stinkt gar nichts oder da riecht gar nichts. Das ist ganz natürlich, das riecht man. Das Fleisch ist zart, rosa bzw. hat eine dunkle Farbe. Das stimmt nicht. Verschärft hat sich die Situation jetzt durch Corona und den Stillstand der Gastronomie. Absatz und Preise sind deshalb im Keller. Also wir müssen quasi unser teures Wildfleisch, unser Bioprodukt für einen Discounterpreis verkaufen, was eigentlich nicht in unserem Sinn steht. Weil wir wollen ein edles Produkt an den Mann bringen, auf den Markt bringen und somit haben wir natürlich viel Arbeit. Es wird geschossen, man muss es zerlegen, man muss es ja einvakuumieren, dass es frisch bleibt, ist ja alles in Frage des Preises und des Geldes auch. Die Jagd ist Teil des Wildtiermanagements in unserer Kulturlandschaft. Bei den bayerischen Staatsforsten im Forstbetrieb Freising mit Revieren zwischen Landshut und Ingolstadt werden rund 1600 Stück Wild erlegt in der Saison. In ganz Bayern haben die Staatsforsten in den letzten Jahren eine Eigenvermarktung aufgebaut. Seit November gibt es auch einen Wildbretverkauf am Freisinger Domberg. Betriebsleiter Alfred Fuchs ist verantwortlich, dass in Zeiten von Corona alle Vorschriften eingehalten werden. Doch der Verkauf ist momentan stark zurückgegangen. In Corona-Zeiten ist es ja vollkommen nachvollziehbar. Solange die Gastronomie geschlossen hat, gibt es ganz wenig Leute, die einen Hirschbraten, einen Rehbraten oder Wildschwein irgendwo essen. Und insofern ist es momentan auch ziemlich schwierig für Jäger, ihre Rehe und Wildschweine, die momentan jetzt wieder frisch geschossen werden, zu verkaufen. Dabei lässt sich mit Wild viel mehr machen als ein Braten. Es schmeckt auch vom Grill. Filet und Rückenstücke werden mariniert und gewürzt. Es ist eine Eigenkreation und zwar ist da Salz mit dabei, Pfeffer, ein bisschen Chili und noch ein paar Geheimzutaten. Und? Ein bisschen Rosmarin, getrockneter und Oregano ein bisschen. Auch Grillwürste macht der Jäger in seiner Wildkammer selbst. Wildfleisch ist mager und reich an Eiweiß, Eisen und Zink. Das Gute sind die frischen Aromen eigentlich. Die Vielfalt, was man auch damit machen kann, mit Rosmarin, mit Gartengewürzen und so weiter und so fort. Also da lässt sich viel einfallen damit. Und das Wichtigste ist auch ganz beim Grillen Wildfleisch nicht zu lang. Lieber ein bisschen mehr rosa, weil sonst wird es nämlich zäh. Fertig ist das erste Wildfleisch der Saison. Genau, ideal. Leichten rosanen Kern, außenrum schön durchgegart. Perfekt zum Essen. Der Saft läuft schon raus. Und das Wasser läuft dann im Mund zusammen. Das Wasser läuft im Mund zusammen. Na dann, guten Appetit. Ludwig, komm, auf geht's, jetzt können wir essen. Kriegst auch ein Stück. Jetzt gehen wir zum Opa essen, komm. Opa. Informationen, wo es Wildbret zu kaufen gibt, finden Sie unter br.de unser Land in der Rubrik Adressen zur Sendung. Und jetzt noch ein Tipp von meinem Jäger: Rehburger vom Grill.
Die gibt's bei mir am Wochenende. Das Wetter wird schon passen. Gott sei Dank hat's aber auch ein bisschen geregnet. Alles sprießt, die Insekten freuen sich über die Blütenpracht, aber die ersten Wiesen sind schon gemäht. Die Kühe brauchen schließlich was zum Fressen. Gerade aber für Bienen ist das Mähen eine große Gefahr. Sie fliegen wieder, die Bienen. Imkermeister Herbert Schwarzer freut sich jedes Jahr, wenn er seine Bienenvölker wieder gut durch den Winter gebracht hat. Aber jetzt im Frühjahr droht seinen Bestäubern Gefahr. In relativ kurzer Zeit geht's los mit dem Mähen. Und da entstehen halt, wenn der Löwenzahn so blüht wie jetzt, oder auch später der Klee, große Verluste, wenn untertags gemäht wird. Viele Bienen werden auf den Wiesen beim Nektarsammeln vom Mähwerk überrascht und getötet oder verletzt. Und noch etwas bereitet dem Imker Sorgen. Es ist so, wenn jetzt binnen 3 Tagen der gesamte Löwenzahn weg ist, dann entsteht da so eine Art Ernteschock, weil einfach schlagartig nichts mehr da ist. Wenn also ein bisschen versetzt gemäht wird, dass die Flächen im Laufe von 1,5 Wochen vielleicht erst gemäht werden, wäre es halt ideal, weil die Bienen dann immer wieder was Neues finden und sie brauchen immer wieder neue Nahrung. Früher gab es noch artenreiche Blumenwiesen. Eine reich gedeckte Tafel mit viel Nektar für Bienen. Heute wird auch Grünland intensiv bewirtschaftet. Aber warum mähen die Bauern so früh und so oft? Weil wir es gelernt haben, umso früher wird es gemäht, umso höhere Nährstoffenergie. Und Zeit auch. Jetzt ist der Mais gebaut und steht momentan keine Arbeit nicht an, dann wird das gleich gemacht, weil jeder so arbeitsintensiv eingespannt ist im Betrieb. Landwirt Lohmeier hat 95 Kühe, aber keine Hochleistungstiere. Seit ein paar Jahren ist er Biobauer und mäht seine Wiesen nur 4-mal im Jahr, statt 6-mal, wie es in seiner Region üblich ist. Je länger das Gras wächst, desto mehr Rohfaseranteil wird gebildet. Der Eiweiß- und Energiegehalt des Futters schwindet. Aber ist das wirklich ein Nachteil? Wir haben 10% weniger, wenn man gerade 4-mal mäht, aber nicht so viel, wie man sich vorstellt, wenn man 30% weniger Mäht, wenn man 30% weniger hat. Wir haben energiestoffmäßig ein schlechtes Futter, aber für Kuh ein besseres, weil das Rohfaser einfach schon dabei ist. Und ich brauche keine andere Rohfaser dazu fordern. Der höhere Rohfaseranteil älterer Wiesen macht das Futter für die Kuhmägen verdaulicher. Zu viel eiweißhaltiges, kurzes, junges Gras von Intensivgrünland führt bei Kühen zu Durchfall. Imker Schwarzer will sich mit Landwirten austauschen, was man für die Bienen tun könnte. Besonders wurmt ihn, dass die modernen, neuen Mähmaschinen sehr viele Bienen töten. Je größer und schneller die Mähmaschine, desto größer die Gefahr für die Bienen beim Nektarsammeln. Besonders problematisch bei vielen modernen Maschinen der sogenannte Aufbereiter. Zinken zerstören die verdunstungshemmende Wachsschicht des Grases durch Knicken oder Quetschen und verteilen es, damit es schneller trocknet. Bienen und andere Insekten werden zerfetzt. Landwirt Lohmeier zeigt Herbert Schwarzer seine Mähmaschine. Er hat noch ein altes Modell. Ich sehe, du hast noch ein Gerät ohne Aufbereiter. Das ist aus Bienensicht schon mal sehr positiv. Beim normalen Mähwerk haben wir ungefähr einen Verlust von 10-15% von allen Insekten, die drauf sitzen. Bienen, Wildbienen, Hummeln. Mit Aufbereiter sind wir bei ungefähr 60%. Das ist jetzt schon eine enorme Quote. Also weiß uns Imker schon recht, wenn man ohne Aufbereiter mähen kann. Sein altes, kleines Scheibenmähwerk nutzt der Landwirt aber nur noch für einen Teil seiner Wiesen. Den Rest lässt er von einem Lohnunternehmer mähen. Und der hat eine große Maschine. Ich habe keinen Aufbereiter, aber mit dem, wo ich mal los, ich lasse überbetrieblich mal, der hat Aufbereiter drin. Weil es einfach Zeitersparnis ist mit der Anwendung von der Silage wieder, geht halt einfach schneller. Dennoch, Landwirt Lohmeier tut viel für die Bienen, weil er später und weniger mäht als viele Berufskollegen. Nur so können Blüten entstehen. Die Ertragsverluste nimmt er in Kauf. Über die Jahre habe ich jetzt kapiert, nur Vollgas hilft auch nichts. Man muss wieder leben, man muss auch die Viecher Zeit lassen zum Leben und auch der Natur Zeit lassen zum Leben. Imker Schwarzer wünscht sich, dass mehr Landwirte diesem Beispiel folgen und auf Bienen achten.
und an warmen Tagen am besten nur morgens und abends mähen, wenn die Bienen nicht unterwegs sind. Momentan blüht ja der Raps, da finden die Bienen genug Nahrung und der wird auch nicht gemäht. Aber der Raps blüht nicht ewig und in Grünlandgegenden wie zum Beispiel dem Alpenvorland, da gibt es keine Rapsfelder. Jetzt könnte ich den Klassiker sagen, früher, da war alles besser. Da ist noch mit der Hand gemäht worden, das war für die Bienen viel schonender. Ja, das stimmt, aber will denn wirklich jemand zurück zu dieser guten alten Zeit? Die Arbeit war anstrengend und der technische Fortschritt ein Segen. Die Firma Glas hat uns einen amüsanten Werbefilm aus dem Jahr 1966 zur Verfügung gestellt. Heu und Stroh. Mit ihrer Bergung kann man sich auch heute noch furchtbar viel Arbeit machen. Man kann zum Beispiel, sofern man eine große Familie hat, die Halme büschelweise zusammentragen. Und sie dann von Kunststudenten in den Semesterferien geschmackvoll bündeln lassen. Man kann sich zum Pressen pensionierter Catcher bedienen. Das gibt dann beinahe schon Hochdruckballen. Man kann, und von dieser Stelle an wendet sich der Film nun an den kritischen, kalkulierenden Landwirt. Man kann es aber auch einfacher haben. Nämlich eine Maschine einsetzen, die das Aufnehmen, Pressen und Laden in einem Arbeitsgang ausführt und gleichmäßig geformte, handliche Ballen herstellt. Sie lassen sich auf dem Hofe mit den vorhandenen Fördereinrichtungen, Greiferaufzug, Höhenförderer oder Gebläse arbeitssparend weitertransportieren. Ob kurzes oder langes, feuchtes oder trockenes, dickes oder, vielleicht fällt Ihnen noch etwas ein, die Aufgreiftrommel nimmt alles sauber auf, nichts bleibt zurück. Denn wir verbesserten sie so lange, bis es nichts mehr daran zu verbessern gab. Die Pick-up-Trommel passt sich allen Bodenunebenheiten automatisch an, weil sie federnd aufgehängt ist. Die Höhenverstellung kann vom Fahrersitz des Schleppers aus bedient werden. Dazu braucht man keinen langen Arm, das geschieht ganz einfach mit Hilfe eines Seilzuges. Lange haben wir daran gearbeitet. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes dabei herausgekommen. Ballen, einer wie der andere. Sauber, scharfkantig, zuverlässig gebunden und von hohem Raumgewicht. Beim Transportieren und Lagern sparen sie viel Platz. Weil sie so handlich sind, lassen sie sich bequem und übersichtlich packen. Das Besondere an ihnen sind die in Längsrichtung oben und unten eingedrückten Rillen. Dadurch zirkuliert die Luft im Stapel besser und die Ballen kommen nicht ins Schwitzen. So, und damit wäre wohl das Wichtigste gesagt. Ein Werbefilm der Firma Glas war das aus dem Jahr 1966. Wenn Sie sich unsere Beiträge nochmal anschauen wollen, die finden Sie im Internet unter br.de unser Land, bei YouTube oder auch in der BR Mediathek. Und Sie können wie immer über unsere Themen diskutieren bei Facebook. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiederschauen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.